Von Ben Redelings Thorsten Matuschka ist der Kultkicker mit Herz und Plauze und für jeden Schabernack zu haben, wie er als Unionsspieler bei einem Gewinnspiel einen Elektromarkt leer räumte und warum Weltmeister Christoph Kramer sein Fan ist. Offenbart ein Buch im Jahre 2009 sorgte Bayern-Starspieler Frank Ribery höchstpersönlich für einen speziellen Streich, weil er gehört hatte, dass Bastian Schweinsteiger einen neuen Werbevertrag mit einem Salamihersteller unterschrieben hatte, orderte Ribery umgehend eine Großbestellung und ließ diese in die Bayern-Kabine schaffen. Als Schweinsteiger morgens seinen Spind öffnete, rasselten hunderte kleine Salami-Verpackungen auf ihn nieder. Ribery bog sich hinter ihm vor Lachen. Fast in jeder Mannschaft gibt es einen Scherzkeks, der die Teamkollegen mit seinen Streichen um den Verstand bringt. Als Großmeister auf diesem Gebiet darf sich neben dem französischen Nationalspieler auch ein Mann zählen, der ebenso für seine Torgefahr wie für seinen Hang zum Übergewicht bekannt war: Thorsten Matuschka. Spitzname Quotusche. Quot: als Profi in Cottbus und bei Union Berlin räumte er ganze Trainingslagerzimmer seiner Kameraden leer, versteckte Autos vollständig unter Schneebergen und zog auf Mannschaftsfotos unten herum blank zum Repertoire. Matuschkas gehörte es auch, nach Flügen Nachwuchsspieler zu beauftragen, die Bordkarten des gesamten Kaders einzusammeln. Eine völlig sinnlose Gacka-Aktion natürlich, die vermutlich deshalb dem restlichen Team auch so viel Spaß bereitete. Ben Redelings ist Quot-Chronist des Fußballwahnsinns Quot Manni Breukmann und leidenschaftlicher Anhänger des VfL Bochum. Der Autor, Filmemacher und Komödiant lebt in Bochum und pflegt sein Schatzkästchen mit Anekdoten, seine kulturellen Abende, Quot-Scooter-Tito, Quot sind legendär. Für NTV schreibt er stets dienstags die spannendsten und lustigsten Geschichten. Auf sein Motto ist sein größter Bucherfolg: Quote in Tor würde dem Spiel gut tun. Quot ähnlich wie bei Ribery, der neben dem Fußballspielen zuerst als Bauarbeiter sein Geld verdienen musste, verlief auch die Karriere des Thorsten Matuschka nicht kerzengerade nach oben. Anders als beim französischen Ausnahmekönner lag es bei dem Mann aus Cottbus allerdings komplett an ihm selbst. Sein Gewicht disqualifizierte ihn lange Zeit für höhere Aufgaben, auch wenn er selbst über sich sagt: Quot, ich sehe zwar so aus, als ob ich alles fresse, aber es ist nicht so, ich mag keine Leberwurst und keine Bockwurst. Auch Ananas kann ich nicht mehr sehen, seitdem mir einmal davon richtig schlecht geworden ist. Wenn ich mich vom Essen übergeben muss, bekomme ich das nie mehr herunter. Das ist anders als beim Saufen. Quot: die Vorliebe für ein kühles, blondes tat im Jahre 2002 allerdings nur ihr Übriges. Seine Figur hatte sich Matuschka schon vorher durch häufige Besuche von amerikanischen Schnellrestaurants ehrlich Quot erarbeitet. Quot: nachdem er in einem Testspiel für Energie Cottbus gegen Stahleisenhüttenstadt jedoch den Trainer der Profiabteilung, Edegay, auf sich aufmerksam gemacht hatte, versprach dieser ihm eine Chance, wenn er innerhalb weniger Wochen 10 Kilogramm Gewicht lassen würde. Den Moment, als Guy ihm diese Nachricht übermittelte, wird Matuschka nie vergessen. Quot: der Trainer hat mich in die Kabine gerufen, auf ein Stück Papier malte er ein Viereck und einen Kopf. Er meinte, dass ich genau so aussehen würde. Quot: mit eisernem Willen schaffte es Quotusche. Quot: tatsächlich, zum Trainingsauftakt nur noch 82,3 Kilo auf die Waage zu bringen. Er selbst fühlte sich endlich fit und wettkampfbereit, doch das sahen beileibe nicht alle so. Sein Mitspieler, Neuzugang Marco Gebhardt, traf auf den gebürtigen Cottbusser an diesem Tag zum ersten Mal und erinnert sich: Quot, ich habe mich gewundert, ich wusste nicht, wer Thorsten Matuschka ist. Ich sah nur, dass er relativ groß war und links und rechts Seitenaufprallschutz hatte. Quot: auch wenn ihm erst 2005 bei Union Berlin der Durchbruch gelang, sagt Matuschka in der Rückschau: Quot, ich bin in sportlicher Hinsicht erst ein anderer Mensch geworden, als ich 2002 wieder bei Energie war. Vorher war ich immer ein dicker und stets vollgefressener Typ mit Glatze. Quot: an der alten Försterei blühte Matuschka dann richtig auf und wuchs in seinen 9 Jahren zur Clublegende heran. Der gelernte Maler und Lackierer erzielte für die Köpenicker 42 Tore in der zweiten Liga, ein Vereinsrekord. Doch neben dem sportlichen Aufstieg
spielte sich Kvåtosjekvåt auch abseits des Platzes in die Herzen der Unioner. Seine verrückte Art kam an, und wer den Fußballer Matuschka bis zum 11. Juni 2013 noch nicht kannte,